Die dritte Liga ist wieder zurück und ich bin es auch. Nach einer Woche Pause bin ich wieder dabei und übernehme den Moderatorenstab von Christian, der das letzte Woche doch sehr gut gemacht hat, möchte ich mal an der Stelle auch sagen. Eine tolle Folge, habe auch, obwohl ich nicht dabei war, einiges an Feedback bekommen, dass das wieder sehr gelungen war, das Format. Wir werden bestimmt gleich noch kurz drüber sprechen, über den Abend, den ihr da so vorab besprochen habt und wie er dann wirklich war. Damit ein herzliches Grüß Gott, hoppala, und Servus Löwenfans zur Folge 141. Ja, erfreulicher Anlass, wo wir hier zusammenkommen dürfen. Ein Heimsieg gegen den MSV Duisburg zum Start. Denke ich, es könnte schlechter laufen, würde ich sagen. Jetzt auch noch der Lino Strasser, die den Slalom in Kitzbühel gewonnen. Also ein rundum erfolgreiches Wochenende in Weiß und Blau. Und das wollen wir besprechen zu viert heute Abend. Wir begrüßen mal wieder den Thomas in unserer Runde. Servus und grüß dich. Hallo, servus zusammen. Mit dabei ist wie letzte Woche auch der Christian. Guten Tag oder guten Abend. Hallo, ich bin sehr beehrt. Vielen Dank für dieses Lob, dass du zufrieden mit mir warst letzte Woche. Ausnahmsweise. Ja, okay. Ja, mal wieder revidiert. Und Flo, trotz Anreiseschwierigkeiten, kommen wir gleich auch noch drauf, bist du Yes. auch doch am Start und warst auch im Stadion. Servus, Flo. Servus, Löwenfans. Ja, Christian, magst auch du noch mal kurz, ganz kurz abreißen, wie der Abend dann tatsächlich war, den ihr besprochen hattet, überhaupt mit dem Ralf? Thomas hat, glaube ich, auch schon im Kommentarbereich ein bisschen geschrieben, dass es sehr zufriedenstellend war. War das auch so dein Eindruck? Ja, zufriedenstellend wäre jetzt zu wenig gesagt. Also es war ja dann doch so, Freitagabend, eine anstrengende Woche liegt hinter einem und dann quält man sich dann nochmal raus in Richtung Haidhausen. Ich war tatsächlich, genau, ich hatte meinen Sohn auch mit dabei, den Jüngsten, und ich war schon freudiger Erwartung, aber irgendwie, ja, haben wir dann schon gedacht, naja, mal sehen, wie es so wird. Und es war ja tatsächlich, also ich würde sagen, es war ein überragender Abend. Also A, was der Thomas eben auch schon, wie du gesagt hast, kommuniziert hat, dieses. Ja, irgendwie Fußballfans ticken dann doch irgendwie alle irgendwie ähnlich und gleich. Und na klar kann man bei Duisburg jetzt auch diese Parallelen zu uns auch ein bisschen geltend machen, so dieses Abgestürzte und irgendwie vermeintlich immer, was ja auch letzte Woche in der Sendung schon besprochen wurde. Genau. Was mir ganz, ja, und also diese Texte, die einem dann so aus der Seele sprechen, Stichwort Einlasskontrollsituation, irgendwie Verrückte. Und also der kann wirklich, also der schreibt auch richtig gut, dieser Ralf, abgesehen davon, dass er ein super sympathischer Kerl ist. Und aber. Ein Punkt, was mich wirklich beeindruckt hat, sind diese Gedichte. Die sind leider noch nirgendwo publiziert, aber er hat es wohl vor, die auch mal irgendwie zu publizieren. Also das ist wirklich, also Lyrik und Fußball, das wird man jetzt auch nicht ad hoc zusammenschieben. Und das ist auch nicht irgendwie, das kann ja auch, könnte ja auch sehr schnell ins total Blödsinnige gehen, aber das ist wirklich, also ich bin so ein großer Fan von dem allerersten Comedian, den es in Deutschland je gab, nämlich Heinz Erhardt. Also viele Jüngeren, ich weiß gar nicht, Flo, sagt dir der Name überhaupt was? Heinz Erhardt? Na, Ja, gut. klar, aber mich darfst du bei sowas auch nicht mit der, also mich darfst du beim Thema Ja, Lyrik auch nicht mit dem Rest der Jugend vergleichen. stimmt, da bist du speziell unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich war wirklich beseelt und begeistert und es war echt auch schön, weil ja doch dann eine ganze Menge Leute auch da waren. Und ja, also war eine runde Sache und eigentlich gerne wieder. Wäre echt cool, wenn man das quasi bei jedem, sage ich jetzt mal, bisschen traditionelleren Verein, der da zu uns kommt und dem wir irgendwie nicht zumindest total negativ gegenüberstehen, fanszenenmäßig oder so, sowas stattfinden könnte. Also sehr schöne Einstimmung auch auf den Spieltag. Genau. Sehr gut. Ja, beim Flo war es ein bisschen turbulenter. Hat es jetzt zwar nicht mit 60 oder mit dem MSV Duisburg zu tun. Du warst beim Afrika Cup. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen deine Eindrücke schildern. Plus, warum es dann schlussendlich doch etwas eng wurde mit deiner Anwesenheit beim Heimspiel. Ja, ich werde noch einen ausführlichen, also das heißt ausführlichen, einen Reisebericht schreiben. Mal gucken, wie viel ich da reinpacke und wie viel unter verschlossener Hand bleibt. Ja, wenn man halt seinen Rückflug verpasst, wird es halt dann noch ein bisschen knapp mit 60. War dann Freitag in der Früh um 3 war ich dann daheim. Aber war okay, ich habe mich gefreut, Spiel war super. Ich habe dann auch am Freitag mal einfach nichts gemacht und dann Samstag wirklich einfach Spiel genossen. Wetter war ja, es war zwar kalt, aber es war jetzt doch relativ angenehm. War ein gelungener Tag. Sehr gut, dann sind wir gespannt, was du so berichten wirst von deiner Reise. Sicherlich nicht ganz alltäglich, was du da so gemacht hast. Aber dennoch, glaube ich, habe schon rausgehört, du bist sehr begeistert und kannst da einige Dinge weiterempfehlen. Vielleicht wird sich ja der eine oder andere ein bisschen dann orientieren. Und damit würde ich sagen, starten wir dann rein in Thema 1 heute. In das Große ist das Debüt von unserem neuen Trainer Janikis zu Hause im Grünwalder Stadion gegen den MSV Duisburg.
Ja, mehr als gelungen, würde ich sagen. 4:1 Heimsieg, zweimal Moritz Schröter, einmal Julian Gutter und Finn Lagmacher trifft. Vielleicht sogar eine der besten Nachrichten gewesen an dem Samstag, die wir da erlebt haben. Aber wir sprechen mal drüber. Thomas, du hast in Giesinger Gedanken ja schon geschildert. Das war nicht, bei dir auch nicht so ganz klar, ob du das Heimspiel erleben kannst, aber mit viel Abwehrkräften plus Hilfsmitteln wie Grippostat, wie du geschrieben hast, hat es dann schlussendlich doch geklappt. Ja, erzähl doch einfach mal, wie war es denn jetzt wieder mal in Giesing und hat sich so wieder gelohnt, so ein Heimspiel zu erleben live? Ja, also im Gegensatz zum Flo war mir echt ab Anfang zweite Hälfte so arschkalt. Aber das lag vielleicht tatsächlich daran, dass ich ein bisschen malat bin. Aber ich habe es sehr genossen. Trotzdem muss ich sagen, für mich war tatsächlich der schönste Moment, weil ich hatte wirklich ein Tief in dieser Winterpause, auch nach diesen ganzen Querelen da um diese Beiratssitzung und so. Das hat mich mental so mitgenommen. Und als ich dann ohne die Probleme, die unser neuer Freund Ralf an der Einlasskontrolle hatte, im Stadion stand, da fällt das dann immer alles so ab irgendwie von mir. Und dann ist es einfach wieder schön, da zu stehen und diese Enge da in der Westkurve und so. Das war ich mir gar nicht sicher, ob das so passieren würde, dieses Mal nach den Ereignissen der Winterpause. Aber das ist halt irgendwie dann doch auch tief in einem drin. Und dann zum Spiel. Also ich möchte ja jetzt die ganzen Sachen auch nach meiner überpositiven Bewertung von dem Jakobacci nach dem Heimspiel gegen Waldhof das jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich finde, man hat deutlich gesehen, dass, dass da an der Mannschaft vieles sehr sinnvoll umgestellt wurde. Zum einen das, was mir auch unter dem Jakobacci immer sehr negativ aufgefallen ist, die Flügelspieler, die Offensiven haben sich viel mehr Richtung Zentrum bewegt, haben rochiert, sind mal mit so Dribblings in die Mitte gezogen. Neben mir hat einer gesagt, Power-Dribblings, das Wort kannte ich gar nicht, das hat man die ganze Vorrunde nicht gesehen. Also das war wirklich fundamental verbessert, fand ich. Dann natürlich der Schröter, 4 Scorerpunkte, also der Wahnsinn an dem späten Nachmittag, muss ich sagen. Lakenmacher hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und ich glaube, man darf aber nicht vergessen, dass der liebe MSV es wahrscheinlich ganz, ganz schwer haben wird, in der Liga zu bleiben, wenn die so weitermachen. Also ich hatte die echt stärker erwartet, auch jetzt mit den jüngsten Verpflichtungen. Aber bei denen lief ja gar nichts. Also die haben auch in der ersten Hälfte da teilweise Fehlpässe im Spielaufbau gespielt. Nummer 5, weiß gar nicht, wie der heißt, ist mir da sehr ins Auge gefallen. War Also, das der Rolf Fälscher, der Fünfer? ah, oh, Rolf Fälscher, vom Lieblingsverein deiner Mutter kommt der. Nee, ich habe nachgeschaut, nicht Rolf Fälscher, Castaneda ist der Fünfer. Okay, also der, also ich kenne ihn jetzt nicht als Spieler, scheint aus dem spanischen Sprachraum zu kommen, aber der war auch wahnsinnig verunsichert und so. Also die werden es leider, muss ich sagen, schwer haben, weil das wäre dann wieder ein Traditionsverein weniger. Ja, und insofern bin ich dann zähneklappernd direkt mit dem Abpfiff sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen. Also so kann es gerne weitergehen. Fälscher war übrigens rechter Außenverteidiger. 21, das war dieser Fälscher vom. Ist das ein Schweizer oder was? Nee. Für Venezuela spielt der in der Nationalmannschaft oder hat gespielt. Okay. Hätte mit seinem Namen ja auch gut in das Plagiatswesen reingehen können, ne? Aber gut, ein kleiner Wortwitz. Christian, schon vor dem Spiel gab es ja schon die eine oder andere. Flo, vergrab doch nicht das Gesicht, Mensch. Vor dem Spiel gab es Ich fand ihn gut. die eine oder andere Kontroverse, Christian. Das ist kontroverse Diskussion. Auf der Torwartposition hat sich Neutrainer Jannikis dann jetzt schlussendlich für Marco Hiller entschieden. Wie hast du diese Entscheidung aufgenommen?
Ich war froh, ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal gesagt, oder? Ich war froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste, weil ich es wirklich schwierig finde. Muss man nicht drüber reden. Marco Hiller hat schon, das war bei uns in der Redaktion auch so diskutiert, hat einen gewissen Bonus einfach. Er ist halt so ein Urlöwe, ist jetzt dann auch wohl der Letzte aus der Aufstiegs. Nee, Steinhardt noch, gell? Aber ja, verbliebener Aufsteiger und irgendwie schon ewig bei 60. Auf der anderen Seite ist der Richter auch ein total sympathischer Kerl und also auch, dem kannst du auch irgendwie nicht, dass du sagst, gut, er ist halt Neuzugang gekommen im Sommer. Und ja, sportlich möchte ich mich dann gar nicht festlegen. Ich bin mittlerweile so auf dem Trichter, dass ich sage, vielleicht schaut der Marco sich einfach bei dem Richter auch was ab irgendwie, verändert vielleicht auch im Spielaufbau und im aktiven Mitspielen, vielleicht auch außerhalb des 5-Meter-Raums und so. Und dann wird Marco Hiller auch besser durch den Richter. Genau. Aber tatsächlich habe ich schon auch mir gedacht, mein Gott, für den Richter ist das jetzt auch irgendwie blöd, als man ihm das dann wohl direkt vor der PK gesagt hat, so, jetzt steht Marco Hiller wieder im Tor. Aber so ist es halt. Torwartposition gibt es halt nur eine und das ist im Endeffekt Happy Trouble, die wir da haben. Aber genau, ich habe mich letztlich dann für den Marco gefreut, hätte aber wahrscheinlich, wenn der Richter nochmal drin gestanden wäre, auch mir gedacht, okay, dann hat sich der jetzt halt sportlich durchgesetzt und dann muss eben der Marco Hiller auch Zähne zusammenbeißen und weiter angreifen. Lustig übrigens. Und das dann noch dazu. Henrik Bohnmann war ja im Stadion irgendwie, wurde von Basti Schech begrüßt. Und da habe ich mir noch gedacht, da schau her, das ist dann der Dritte irgendwie. Es war doch auch die Geschichte immer, dass der Hiller ihm Ja. zweimal irgendwie vorgesetzt wurde. Nee, eher dem Hiller vorgesetzt wurde und dann letztlich irgendwie wegen Verletzung oder wie auch immer dann doch der Marco wieder zurück ins Tor kam. Genau. Also insofern, das haben wir ein Luxusproblem und das scheint jetzt erstmal so in eine Richtung gelöst zu sein. Ich fand tatsächlich auch vom Spiel, klar, da kann man viel darüber diskutieren und es ist eine emotionale Diskussion. Schlussendlich sind wir aber in einer sehr guten Lage zu sagen, wir haben eben zwei gleichwertige Torhüter, die beide auf jeden Fall mindestens Drittliganiveau haben, wo wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen müssten. Da gibt es ganz andere Positionen bei uns in der Mannschaft, denke ich, wo man da viel mehr diskutieren könnte. Und Ah, lustigerweise. eine Sache darf ich dazu noch sagen, dich unterbrechen. Das fällt mir jetzt Immer gerade noch gerne. so ein. Was ich eher schlimm finde, ist, wenn man das dann wieder, aber das ist dieses alte Thema, soziale Medien, wenn man sieht, wie jetzt teilweise auf dem Marco Hiller eingedroschen wird von irgendwelchen Leuten, also jetzt auch schon vielleicht vor dieser Entscheidung oder wo er dann auch mal geäußert hat, dass es für ihn schon auch blöd ist, wenn er nicht spielt und so, wo ich mir denke, also. Jetzt unabhängig davon, dass man dem auch was zu verdanken hat und dass der auch schon ein paar Jahre da bei uns ist und so, aber so ein respektvoller Umgang, ich meine, natürlich ist es für so einen Torwart scheiße, wenn er dann im Endeffekt da seine Stammposition verliert, qua aus einer Verletzung raus oder so. Und das finde ich eigentlich immer, also generell da ein bisschen respektvoller auch mit solchen Leuten umzugehen und mit solchen Themen, so wie die das ja als Profis auch schaffen, das wäre eigentlich das, was ich mir da wünschen würde. So, sorry Jan, jetzt nochmal du. Ja, und schlussendlich gab es dann vorm Spiel eigentlich, als die Aufstellung dann veröffentlicht wurde, habe ich das ein bisschen beobachtet in den Kommentarbereichen. War es wieder ähnlich wie bei der Einstellung von Jannicke selber. Da war dann erstmal eine ziemlich krasse Reaktion. Sehr viele Kommentare gegen die Richtung, wenn es jetzt mit dieser Aufstellung schief geht, dann hat er schon mal das erste große Problem. Also er hat noch nicht mal ein Spiel absolviert gehabt und schon waren die Kritiker wieder ordentlich am Start. Ja, es waren auch durchaus interessante Entscheidungen dabei, wenn man mal so guckt. Ein Kaan Kurt, ein Albion Vinicius, ein Niklas Tarnath waren gar nicht im Kader. Startaufstellung dann recht mutig gewählt, mit was ich ein bisschen vorher auch angedeutet hatte. Auch der Merkur hat schon geschrieben, dass Marlon Frey wieder einen Stein im Brett hat bei ihm. Hat dann auch tatsächlich in der Startaufstellung gestanden, ebenso wie Valmir Soleimani, auch sehr überraschend. Vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, dass Leroy Quadwo auf der Bank Platz nimmt. Also da waren schon die ein oder andere Personalentscheidung, wo man gesagt hat, hui, okay, gucken wir mal, wie es läuft. Schlussendlich, naja, Ergebnis ist bekannt. Von daher, Christian, würdest du sagen, alles richtig gemacht oder jetzt erstmal Glück gehabt und man muss die nächsten Spiele abwarten? Wie ist da so deine Gemütslage bezüglich der anderen 10 Feldspieler? Alles richtig gemacht und Glück gehabt. Und ja, mei, der ist natürlich am nächsten dran, dass der dann irgendwie auch Dinge verändert oder einen Impuls gibt. Was ich so ein bisschen welcher Name der jetzt gar nicht fällt, ist Manni Starke irgendwie. Der wird jetzt da gar nicht genannt, der es dann auch jetzt nur auf die Bank geschafft hat. Ja, finde ich eigentlich sehr, mag den Zainu Lau eigentlich auch sehr gern. Also insofern, das ist so aus der persönlichen Sympathie und Starke eben auch ein ganz sympathischer Typ irgendwie, aber das darf ja am Ende des Tages nicht der Gradmesser sein. Da bin ich dann schon so, ich gebe die Verantwortung gerne zurück an den Trainer und sage, der, ja, der muss dann letztlich auch den Kopf hinhalten dafür, wie er entschieden hat.
Mei, jetzt spannend wird es, wenn wir jetzt, da reden wir dann nachher auch noch drüber, wenn wir jetzt dran denken, dass wir übermorgen schon das nächste Spiel vor der Brust haben. Gerade ja, Klassiker, englische Woche, lange Anreise und so, was er da vielleicht dann nochmal einfach ändert, um da vielleicht den einen oder anderen zu schonen und zu sagen, okay, jetzt stell da doch wieder was um. Na? Entgegen dem Motto, never change a running, winning team. Also Ja, ich fand. sicherlich Tainulahu und auch Vrenezi vielleicht so ein bisschen Opfer dieser neuen Systemanpassung auf und dann 4-4-2. So in die Richtung geht das ja langsam, wenn man das ein bisschen beobachtet. Müssen wir mal gucken, wie das in den kommenden Wochen sich entwickelt. Aber natürlich fällt da mit der klassische Zehner, den wir dann so hatten unter den Trainern davor, halt langsam weg. Und dass ein Tainulahu dann natürlich gegen Schröder oder eben dann eben Soleimani hier den Vorzug bekommt, dann muss natürlich auf der Bank Platz nehmen. Flo, wie ging es denn dir, als du die Aufstellung gesehen hast? Hast du auch erstmal gesagt, hui, warte ich mal ab, was passiert? Oder fandst du es Also, so? Soleimani hat mich eigentlich am meisten überrascht, weil es waren ja immer die drei grausamsten Transfer waren ja der Bonga, der Frey und der Soleimani, die werden ja immer vorne hingestellt, wo ich sagen kann, beim Bonga und beim Frey hat man das auch davor gesehen gehabt. Also, klar, der Frey war jetzt in dem Spiel gut. Wir sind halt nicht bei den Trainings dabei. Also, jeder normal arbeitende Mensch, was wir ja alle sind, wir machen das ja immer nur noch als Hobby hier alles. Wir haben halt nicht die Zeit, uns bei jedem Training hinzustellen. Hätte ich auch, Soleimani war halt in den Spielen immer, der hat ja nie wirklich die Chance gehabt, Input zu haben. Aber der hat mich positiv überrascht und beim Schröder hat ja alles geklappt. Also, was der Thomas vorhin gemeint hat mit Power-Dribblings, ich weiß nicht, ob es schon vor dem 1-0 war oder direkt danach, wo er alleine auf das Tor läuft, den ersten Haken, den zwei und dann halt leider die Kraft nicht hinter den Schuss bringt, aber dieses Chancen kreieren. Du hast am Anfang zweimal gewackelt, als die Duisburger vorne waren, aber dann hast du es 1-0 gemacht, du hast schnell erhöht und dann nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Das war der Punkt, der mir am besten gefallen hat. Du hast halt das zweite Tor gemacht und hast gemerkt, die Mannschaft hat Bock auf ein drittes, die Mannschaft hat Bock auf ein viertes. Das hat dir halt gefehlt davor. Davor warst du halt dann aufgehört, Fußball zu spielen. Das hast du, ich weiß nicht, was der jetzt, also ob das jetzt eine Einstellung vom Trainer war, aber für mich ist das jetzt schon mal eine positive Entwicklung, weil es hat es unserem Jakobacci nicht gegeben. Da hast du halt dann nach dem 2-0 aufgehört und hast bis zum Ende durchgezittert. Und es dann teilweise noch aus der Hand gegeben. Du hast Flo? eigentlich schon am 1-0 aufgehört. Hä? Thomas, du wolltest vorher, ganz vorhin auch irgendwas noch sagen. Ja, das glaube ich ist jetzt untergegangen. Du hast noch dich gemeldet von. Aber Ja. ganz kurz, Flo, zwei. Erstens, der Soleimani, was ich gehört habe, da warst du ja unterwegs, wie wir vorhin gehört haben. In Bregenz musste der so eine Gala, oder? War es nicht so? Ich glaube, ich habe Ja, gehört, dass der sie. war Ja. total stark in Bregenz bei dem Spiel, muss man wirklich sagen. Aber da hing mir sozusagen die Kinnlade so weit unten wie dir nach dem Spiel jetzt am Samstag. Also wirklich wie der Phönix aus der Asche, muss man sagen. Sei ihm total gegönnt. Ich Ja. freue mich ja über jeden Spieler, der bei uns aufblüht. Ich wünsche ja, ich habe ja keinen Spieler in dieser Mannschaft, wo ich sage, bei dem freue ich mich, wenn er es verkackt. Ich wollte zu dem Schröter noch was sagen, weil das war tatsächlich die Szene, die du ansprichst, die war nämlich vor dem 1-0 schon. Also da haben wir noch Ja, nicht okay. geführt. Und das Ja, war exakt. tatsächlich. Und ich bin ja sowieso hier auch schon häufig für die Nachwelt für immer festgehalten. Ein riesiger Fan von diesem Schröter. Gerade wenn der dann eben da auf der Außenbahn direkt bei uns vor der Westkurve da, ich sag nur Aue, da hat da einen nach dem anderen ja vernascht. Dann haben sie ihm immer einen anderen noch hingeschickt. So, nur, da haben wir dann nämlich am Samstag, und das war lustig, weil wir haben am Samstag dann auch gesagt, nee, und ist aber auch klar, warum, weil der mit seiner Fertigkeit am Ball und was der da kann und wie der da die Gegner austanzen kann, wär der für Höheres berufen als die dritte Liga. Nur der Abschluss, das war natürlich in der Szene so gesagt, das gibt's ja nicht und das schaut maximal blöd aus. Also er entscheidet sich auch zu spät für den Abschluss und dann versemmelt er ihn total. Der säbelt ja richtig am Ball vorbei. Ich meine, es kann mal passieren, aber es ist halt so, dem passiert es halt dann. Und das Geile ist nur, und wir haben dann noch so, ja, mei, er schießt halt keine Tore, aber es ist schön zum Zuschauen. Ja, und dann, ich glaube, 3 Minuten, also ein paar Minuten später, na gut, dann hat der Guttau das eben gemacht. Ja, und dann 8 Minuten später, glaube ich, ja, nimmt er diese wunderbare Reingabe dann schön und knallt sie in die Maschen und schießt dann noch eins. Und da waren wir natürlich so etwas, gell, Thomas, ein bisschen wurden wir da Lügen gestraft. Ja, genau. Also ich wollte noch zwei Sachen sagen. Also Soleimani freut mich auch, finde ich total überraschend, wie der jetzt wieder da auftrumpft. Also weiter so. Und bin ich voll bei dir, Flo. Jeder Spieler, der gut spielt und auch diesen Konkurrenzkampf anheizt, was wir bei den Torwerten jetzt schon ausführlich diskutiert haben, der bringt die Mannschaft weiter. Und
Das ist vielleicht ein bisschen auch dieser Mentalitätswechsel, den der Yanikis da innerhalb kürzester Zeit reingebracht hat, weil man hat wirklich den Eindruck, dass die Stimmung irgendwie gut ist in dieser Mannschaft. Also das finde ich super. Was ich vorher noch zur Aufstellung sagen wollte, war, dass mich am meisten tatsächlich überrascht hat, dass der Rieder in der Startelf steht, weil der hat ja lange nicht mittrainieren können, verletzungsbedingt. Ist ja dann, so wie man das verfolgen konnte, glaube ich, am Donnerstag erst wieder voll ins Training eingestiegen. Und wir haben ja traditionell nicht gerade ein Unterangebot an defensiven Mittelfeldspielern. Da hatte ich mir eigentlich gedacht, dass da ein anderer spielen wird. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wen ich hätte spielen lassen. Ja, weil die in Bregenz, was man so gesehen hat, eigentlich auch alle ganz gut waren da im defensiven Mittelfeld. Aber vielleicht ist es tatsächlich jetzt schon so dieses Thema Belastungssteuerung und so, was da reinkommt. Englische Woche jetzt, dann mit dem Essen-Spiel natürlich sofort wieder eine englische Woche. Also schwer zu sagen, was er da macht. Und was ich auch noch sagen möchte, Glück sind wir noch nicht so drüber gestolpert jetzt. Den hatte ich auch nicht unbedingt in der Startaufstellung erwartet. Hat aber seine Sache extrem gut gemacht, auch, finde ich. Und das finde ich eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn der da auf die Jungen setzt, die bei uns aus dem NLZ kommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überbewerte, aber das ist auch so ein Fingerzeig, würde ich es jetzt mal nennen, in die richtige Richtung. Also für mich ist das alles stimmig und geht auch jetzt erstmal in die richtige Richtung. Aber vielleicht sind wir am Dienstagabend alle wieder. Auf dem Boden der Tatsache. Vollkommen aufgelöst, wenn uns Lübeck 4-0 wegschießt, keine Ahnung. Ich wollte übrigens noch was auch zu dem Thema nach dem 1:0 weitermachen und irgendwie, das ist schon eine Aussage von Michi Köllner gewesen, der immer gesagt hat, in dieser Liga brauchst du nicht irgendwie 1:0 führen kurz vor Schluss. Das ist so wild und ich behaupte jetzt im Nachhinein schon, also ich sage jetzt einfach mal, dieser Yannickes hat ein größeres Verständnis für die dritte Liga, als es eben sein Vorgänger, und da meine ich nicht Frank Schmöller, also sein regulärer Vorgänger irgendwie hatte. Ich glaube ehrlich gesagt, der Jakobacci hat weder den Verein noch diese Liga in diesen Monaten, die er da bei uns war, überhaupt verstanden. Und das war ja schon augenscheinlich, dass der immer nach diesem 1:0, ja, also das kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das dann in der Schweiz so spielen kann, aber in dieser dritten Liga bringt es halt nichts. Und da sind wir ja wirklich oft auf die Nase gefallen. Und das hat man halt tatsächlich. Und es ist natürlich auch eine Frage der Mentalität der Spieler, aber das ist schon auch eine Frage, was ich als Trainer vorgebe, dass ich sage, das funktioniert ja einfach nicht. Ein 1:0 irgendwie, gut, abgesehen davon, dass eine Viertelstunde war es am Samstag, ja, also da wär sehr lang gewesen, 75 Minuten da den Ball sich hin und her schieben. Aber ich glaube, das war so ein Kernproblem, dass der Jakobacci denen im Endeffekt nicht auf dem Weg mitgegeben hat, dass man da nachlegen muss und dass man da 2:0 führen muss, 3:0 führen muss, wenn man auf der sicheren Seite sein will. Genau. Ja, der Name, den du noch genannt hast, den ich auch noch erwähnen wollte und bislang noch nicht getan habe, ist natürlich Frank Schmöller. Also die Einstellungssache zum Spiel und Aufstellung, ganz klar. Yannickis sicherlich für verantwortlich, hat das auch, wer gerade besprochen, gut gemacht. Haben ja einige Namen auch genannt, die uns positiv überrascht haben. Trotz allem auch Frank Schmöller. Ein großes Dankeschön hier an dieser Stelle, auch im Kommentarbereich immer wieder zu lesen. Den Großteil der Vorbereitung hat ja er entsprechend betreut und dafür gesorgt, dass die Mannschaft jetzt in dem Zustand ist, dass Yannickes davon oder auch wir als Fans eben profitieren konnten und diesen 4-1-Heimsieg bejubeln durften. Was mir noch extrem aufgefallen ist, was auch in den Medien mit einem Artikel zum Teil behandelt wurde, ist eben Finn Lakenbacher. Ich denke mal, wir haben es sicher auch schon besprochen, er ist sehr abhängig davon, wie der Trainer mit ihm umgeht, wie man da, glaube ich, mit ihm spricht, ob er das Vertrauen spürt oder eben nicht. Ich glaube, das ist bei ihm jetzt der Fall. Und man sieht beim 4:0, in bester Torjägermanier nimmt den Ball kurz an und schaufelt ihn unten rechts ins untere Eck, als wäre nichts gewesen. Genauso, wie man das sich vorstellen müsste oder würde als klassischer Stürmer da im Strafraum. Wenn der so weitermacht, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt der Knoten platzt. Auch hier gilt natürlich, wir sind jetzt hier nach einem Spiel vielleicht ein bisschen euphorisiert und müssen mal warten. Aber so könnte das die nächsten Wochen auf jeden Fall was werden. Christian, vielleicht noch kurz, wer ist denn so abgesehen von Moritz Schröter, der natürlich Man of the Match ist, da sind wir uns, denke ich, alle einig, so noch dein größter Gewinner jetzt von der Samstagspartie?
Hui, ja, die ganze Mannschaft, oder? Würde ich sagen. Also, ja, Guttau auf jeden Fall würde ich noch hervorheben. Ja, der Lakenmacher, ja, sind schon genannt. Der Hiller ist ein riesiger Gewinner, weil er wirklich gut gehalten hat. Bei dem Gegentor, mei, der köpft ihm gegen die Laufrichtung. Was willst du machen als Torwart? Aber. Wobei es ein bisschen irre, komisch ausschaut, gell? Es sieht so ein bisschen so aus, als ob er da ein Na. bisschen so rumirrt Ja, vor mein seinem Gott. Kasten. Aber es war es 4-0. Aber der hat zwischenzeitlich schon wirklich auch in der Anfangsphase Bälle rausgeholt, gehalten. Weil die ersten 10 Minuten war Duisburg auch noch die bessere Mannschaft, bis wir ihn reingefunden haben. Aber das hat, glaube ich, im Hiller sehr, sehr viel. Und ich glaube, das hat auch im Giannakis, das war die kritischste Personalie. Wenn der Torwart einen Fehler gemacht hätte, wäre der Trainer gebrandmarkt gewesen. Also, weil das hätte man dem sofort negativ angekreidet aus manchen Ecken, was ich halt schade finde. Aber mei, kann man halt auch nichts machen. Also ich denke auch, um auf deine Frage zurückzukommen, Guttauer hat mir sehr gut gefallen, und hat genau das gebracht, was mir unter Jakobacci immer gefehlt hat, nämlich mal so ein bisschen ein überraschendes Moment und auch mal ein bisschen rochieren und so. Hat ja, also ich weiß gar nicht genau, haben sie jetzt 4-2-3-1 gespielt oder 4-4-2? Der Guttauer, der war ja mal immer so in der Spitze und dann eher im Mittelfeld und ist auch viel auf die Flügel gegangen und hat denen geholfen. Würde mich sehr interessieren, was der Bernd dazu sagen würde. Wir sind taktisch total hilflos heute. Du zuckst so, Christian. Ja, hast du die PK zufällig nach dem Spiel dir angehört, angeschaut? Nee, Ich gell? mag PKs eigentlich nicht. Nee, es ist auch nicht so lang, es sind nur 9 Minuten, aber es ist sehr lustig, weil ich glaube, der Uli Kellner fragt ihn nach einem Systemwechsel und dass er ja dann am Schluss mit einer Fünferkette hinten irgendwie so ein bisschen gespielt hätte. Und es ist sehr interessant, was er da sagt, der Coach, weil er sagt irgendwie, also er will sich auf dieses System- und Kettenthema und da will er sich gar nicht drauf einlassen. Ich habe jetzt die Formulierung nicht mehr parat, aber er argumentiert in so eine Richtung, dass er sagt, mal, man muss sich auf den Gegner einstellen und ob das dann ein 4-4-2 ist oder ein 5, was weiß ich, 3, sonst was und so, das weist er so ein bisschen von sich irgendwie. Das ist ganz interessant. Wird die Taktiktafel 2 bis 3 Mal so lang werden, wenn da mehrere Systeme in einem Spiel zum Einsatz Ja. kommen. Und die Sendung hier auch. Genau. Und ich fand auch, obwohl er nicht so brilliert hat wie in Bregenz, den Soleimani ziemlich gut, muss ich sagen. Der war sehr viel anspielbar. Der hat, jetzt weiß ich gar nicht mehr, vor dem 3-0, glaube ich, auch die Situation eingeleitet. Wie gesagt, wir sollten jetzt nicht hier aus purer Euphorie wieder alles in den Himmel loben, aber das war auch, kann man darauf aufbauen, auf der Leistung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, und doch, genau, das finde ich schon auch wirklich sehr wichtig. Und das, glaube ich, habe ich schon nach dem Duisburg- und dem Waldhof-Spiel in der Hinrunde gesagt. Man ist halt auch immer so gut, wie es der Gegner zulässt. Und die haben wirklich sehr, sehr viel zugelassen, die Duisburger. Und haben, mei, abgesehen davon, wenn die das Tor da gleich am Anfang, wenn die das machen, dann läuft das vielleicht auch alles ganz anders. Aber was das wirklich dann sozusagen, wie das einzuschätzen ist, naja, das sieht man dann vielleicht tatsächlich nach den nächsten 2 Spielen irgendwie. Ja, und dann stehen wir wieder da und sagen, oh, gegen Duisburg ging es doch auch. Aber das war halt schon wirklich sehr, sehr wenig. Und die waren ja auch gerade wieder, dann sind wir wieder bei dem Ralf da, eben dem Autor und unserem neuem Freund, hast du ihn vorhin genannt. Genau, ich hatte mit dem dann noch am Abend geschrieben irgendwie und er hat auch gesagt, also das hat in Duisburg keiner so erwartet, dass die so da reinstarten. Also die waren alle völlig auch ja, bedient und konsterniert. Ja, auch der Trainer Boris Schommers hat, glaube ich, dann sogar gesagt, nicht drittligatauglich in der Vorstellung. Also schon auch sehr deutliche Worte dafür gewählt, was da Duisburg abgeliefert hat oder eben nicht abgeliefert hat, je nachdem. Genau, noch zu Bernd ein Wort. Genau, wir hätten natürlich auch gerne seine Analyse hier gleich live gehabt. Aus Zeitgründen, einfach wegen der englischen Woche auch, haben wir uns entschieden, das jetzt in der Zusammensetzung jetzt mal über die Bühne zu bringen, wo wir jetzt hier gerade zu viert sind. Taktiktafel gibt es natürlich trotz allem. Die wird dann morgen erscheinen, am Montag. Wir nehmen gerade Sonntagabend auf. Da wird er dann sicherlich erläutern, den ersten Auftritt. Der Kicker zumindest skizziert ist als 4-4-2, so mit Guto als hängende Spitze so ein bisschen in der Rolle. Aber vielleicht ist es wirklich auch nicht so starr oder nicht so klar zu sagen, wenn der Trainer auch sagt, der hält da nicht viel von und es wird immer wieder durchrochiert. Kann sein. Mal gespannt, was Bernd da für Eindrücke gewinnt. Und mit Bernd werden wir dann nach den ersten 3 Spielen
drüber sprechen, wie er das so alles wahrnimmt, die ersten drei Auftritte, dann kann man sicherlich auch schon ein bisschen mehr als nach einem Spiel sagen. Das war so der Gedanke, warum der Bernd heute nicht dabei ist. Aber genau, das wird noch alles nachgeholt. Gut. Ein 4 zu 1 gegen den MSV Duisburg. Schlechter. Man könnte schlechter starten, würde ich sagen, im Jahr. Ein Fernmarsch gab es auch noch, der durchaus ganz imposante Bilder geliefert hat. Da war dann doch der ein oder andere, der da mit teilgenommen hat und dann schlussendlich den Giesinger Berg da hochgegangen ist. Ein ganz guter Auftakt, würde ich sagen, für alle Beteiligten in die dritte Liga 2024. Kleines Zwischenthema haben wir noch, einfach nur darauf hinzuweisen. Bamboleo habe ich mit Julian mal ein bisschen gesprochen, auch in einem Interview haben wir herausgebracht. Ab Ende Februar kann man da wohl mit rechnen, dass es eine Eröffnung geben wird. Jetzt am Wochenende war schon ein kleiner Pop-up-Store, das heißt, die Fanshop-Geschichten vom e.V. wurden dort verkauft, war auch reger Betrieb und immer wieder viele haben vorbeigeschaut. Es sieht noch sehr nach Baustelle aus, das sieht man schon, wenn man reingeht, aber die Hoffnung ist schon, dass man jetzt im nächsten Monat da geht noch deutlich was voran und dann wir auch da vor den Heimspielen dann regulär im Barbetrieb, etc., was da halt geplant ist, kann man an verschiedenen Stellen schon nachlesen. Genauso das Thema ist, es wird neue Pächter gesucht von der Stadt München. Da wird natürlich heiß diskutiert. Vielleicht nochmal an dich, Christian, die Frage in der Hinsicht. Kannst du dir vorstellen, dass 60 drüber nachdenkt und da vielleicht auch einen Partner findet, wo man sagt, man könnte das zusammen gestalten und entsprechend aus dieser ganzen Stadiongastronomie, wo ja doch hauptsächlich die Löwenfans konsumieren. Also klar, es gibt noch zwei andere oder ein bis zwei andere Vereine, die ihre Heimspiele dort austragen, die natürlich dann auch entsprechend bewirtet werden sollen und auch die Gästefans konsumieren hier im Stadion. Aber kannst du dir vorstellen, dass 60 da seine Bewerbung in den Ring wirft und würdest du das sinnvoll finden? Absolut, also ich fände das super und ja, würde das total begrüßen. Nicht, weil ich jetzt, oder vielleicht auch, weil ich mir vielleicht auch eine Verbesserung des Angebots erhoffen würde. Wobei man sagen muss, also ich habe wenig davon getrunken, aber nur schluckweise. Aber es gab ja, der Glühwein ist ja sehr lecker gewesen. Kann man das nicht sogar auch in den Giesinger Gedanken nachlesen? Nee, da geht es mehr um Grippostat, oder, Thomas? Doch, ich hab mir einen Glühwein geholt, schon, weil mein Hals dann Aber wehgetan hast du es auch niedergeschrieben? Das wusste ich jetzt hat. Ah, ich nicht. glaube schon. Ja, ich glaube, aber das ist schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, genau, also mir geht es gar nicht um die Verbesserung unbedingt des Angebots, aber das wäre natürlich eine runde Sache, dass dann 60 sagt, und sind wir mal ehrlich, wir sind ja schon das Gros der, also so viele Zuschauer sind jetzt bei den zwei anderen Vereinen, die da mitunter drin kicken, nicht. Also ich fände es gut. Die Frage ist immer, wenn man es dann natürlich jemand weitergibt, der es dann macht und so weiter, wie viel bleibt dann wirklich so hängen im Endeffekt davon? Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Es sind ja auch so ein paar Zahlen jetzt irgendwie rumgeschwirrt, da in der letzten Woche, als diese Ausschreibung aufgetaucht ist. Und es ist ja schon, klar, das sind schon ordentliche Dimensionen eigentlich, die da umgesetzt werden. Genau. Sind wir eigentlich mit dem Spiel Duisburg jetzt schon durch, oder? Ich Ich wollte nur würde sagen, zu es der gibt. Stadiongaststätte noch eine Sache anmerken, falls irgendjemand vom Stiftel das hört. In Bier gehört übrigens Kohlensäure rein. Ich wollte Na. es nur noch mal betonen. Weil ja auf Facebook auch einer geschrieben hat, als ich mich beschwert habe, dass das Stadionessen nicht in Ordnung ist. Ja, was hätte der feine Herr denn? Ja, eine ganz normale Bratwurst und ein Bier mit Kohlensäure wird mir vollkommen reichen. Bratwurst ist schwierig, weil man nicht grillen darf dort, gell? Also, oder Da darfst du, braten. ach, du darfst da nicht grillen. Nee, deswegen gibt es diese, meines Wissens nach ist es nicht, da gibt es keine Anlagen fürs Grillen. Ich glaube tatsächlich ja, das ist eines der Themen, dass man eben nur Eines warm Problem. halten kann und deswegen gibt es das Angebot entsprechend. Weil ich hatte tatsächlich auch noch so einen Aha-Moment, als ich mir meinen Glühwein geholt habe, weil vor mir war so einer, der vielleicht knapp volljährig war, der aber gecheckt hat, wie man sich da als Kunde verhalten muss. Der hat sich nämlich zwei Mass Weinschorle geholt für die zweite Halbzeit. Ja, Okay. das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber das ist wahrscheinlich, wenn man Nur sich am den Stadion und Bierstand, so anschaut, gar keine schlechte Strategie. zur Haupttribüne hin gibt es Weinschorle. Frag mich doch, ich weiß sowas. Genau, und unter dem Rentnerblock, da wo wir früher mit den Genau. Amateuren immer waren an dem Kiel, da gab es auch nur Glühwein. Steht ihr auch in diesem sogenannten Rentnerblock? Nee, genau an der anderen Seite. Weißt doch, wo wir stehen im Stadion. Du siehst es ja auch auf meinem Bild Hintergrund. Können wir
Jan, das Du möchtest Spiel, noch das was immer, ich zum will noch Spiel was zum sagen, habe ich Spiel gehört. sagen, und zwar was ziemlich wichtig ist, was ich nämlich wirklich bemerkenswert finde, aus vielerlei Hinsicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt seid's gespannt. Flo, wie viele gelbe Karten, oder Jan auch, wie viele gelbe Karten, du bist gespannt, gell? Sorry. Wie viele gelbe Karten gab es in dem Spiel? Eine. Unfassbar. 84. Minute gab es die erste gelbe Karte für Michel Brink aus Duisburg. Und also man schimpft immer gerne über die Schiedsrichter, weil wir so unzufrieden sind damit. Also dieser Erik Dominik Weisbach, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, und vor allem der aus Halle auch noch, das ist ja auch lustig, da pfeift der sozusagen das Duell der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Und das war schon, also ich finde, wenn man jetzt auch mal vergleicht, wie wir uns aufregen mussten, zuletzt teilweise über Kartenspieler. In Dortmund war das so irre, oder? Nee, in Köln war das, gell? Das, der ganze Wahnsinn. Also, der Typ kommt mit in so einem Spiel, was so eine dann doch ja Brisanz hat und irgendwie auch so eine Bedeutung, weil es das erste nach der Winterpause ist, wo geht die Reise hin? So ein weichenstellendes Spiel, nenne ich es jetzt mal. Eine gelbe Karte, 84. Minute, das ist schon, also, ist vielleicht Respekt an die Fairness der Spieler, aber natürlich auch an den Schiedsrichter. Das fand ich jetzt noch bemerkenswert. Sehr gut, das finde ich gut, weil normalerweise gibt ist der Schiri ja auch immer nur Thema, wenn es nicht gut läuft oder wenn es gar nicht gut läuft, so wie in Köln. Gerne auch mal ein guter Einwand und ein guter Punkt, dass wir das auch nochmal ansprechen. Es dreht sich natürlich auch immer leicht, wenn man 4-1 gewonnen hat, kann man natürlich sagen, oh, super, der Schiri. Tolle Leistung war das. Aber gut, wir haben das hier mal losgeworden. Nee, gut, also haben wir erstes Heimspiel und die Kulinarik abgehakt. Wie schön ist das denn? Und widmen uns dem Blick voraus, der gar nicht so sehr vorausgeht, denn das geht schon am Dienstag weiter und zwar ganz woanders, nicht in München, sondern im hohen Norden. Deswegen können wir auch mal einen Blick auf die Tabelle werfen. 60 verteidigt, jetzt ist das so schön, Platz 15 durch den Sieg, jetzt 23 Punkte. Dahinter der Hallesche FC, der ebenfalls gewinnt mit 3:1 gegen Ex-Löwe Michi Kölner. 21 Punkte und der ja, aktuell größte Verlierer, glaube ich, dieses Spieltags 2024 ist Waldhof Mannheim. 20 Punkte, die nach Führung und mit Terence Boyd trotzdem verlieren. Und der nächste Löwengegner, der VfB Lübeck, hat das Spiel gedreht. Beide Tore in der Nachspielzeit. Sicher nicht so toll für die Moral vom Waldhof, würde ich mal behaupten. Vielleicht umso besser für die Moral vom VfB Lübeck. 20 Punkte, 3 Punkte hinter den Löwen, schlechteres Torverhältnis, also sie werden uns nicht überholen. Sollten sie gegen uns gewinnen, wobei wir eh felsenfest davon überzeugt sind, dass 60 auch im hohen Norden jetzt dreifach punkten wird nach der Aufstellung. Wir sind ja total euphorisiert. Tabellenletzter, der Vollständigkeit halber, ist noch der SC Freiburg 2. Die spielen gerade jetzt noch gegen Borussia Dortmund 2. Die haben nur mickrige 10 Pünktchen bisher und zwischen den beiden steht es noch 0-0. Dürfte sehr schwer werden für die Breisgauer, dass sie in der nächsten Spielzeit noch mit dabei sind. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern wir blicken voraus auf Dienstag, wie angesprochen. Der nächste Gegner ist der VfB Lübeck. Es sind über 800 Kilometer und diese Zahl taucht aber nochmal auf, denn es sind auch tatsächlich rund 800 Löwenfans, die sich auf den Weg machen werden und trotz dieser Riesendistanz unter der Woche mit dem Auswärtsblock dabei sein werden. Kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein, würde ich behaupten. Ich habe zumindest ein bisschen weniger gerechnet, freue mich schon, werde auch mit dabei sein. 2 Urlaubstage kostet das Ganze, aber es hilft ja alles nichts. Genau, wie schon angesprochen, Platz 18, 20 Punkte. Bislang 4 Siege, 8 Unentschieden und 9 Niederlagen haben die Kollegen erzielt. Die Gesamtbilanz mit 60, so viele Duelle gab es noch gar nicht. 2 Siege 60, 1 Unentschieden und 2 Siege für die Lübecker. Das heißt, ganz ausgeglichene Runde eigentlich. Am Wochenende haben wir schon angesprochen, gab es einen Heimsieg gegen Waldhof Mannheim. Und im Hinspiel ja, hat etwas überraschend, glaube ich, würde ich mal behaupten, der VfB Lübeck einen 2:1 im 60er Stadion geholt. Wir erinnern uns an einen Pickepack vollgepackten Rentnerblock, heißt es ja so schön, unter der Stadion-Gastronomie da hinten im Eck. Sehr cool gefüllter Auswärtsblock und sah richtig gut aus. Zunächst die Löwen durch Guttau mit 1:0 in Führung gegangen, dann Eigentor Greilinger und kurz darauf schon der Siegtreffer von Gözü Şirin. Ich hoffe, ihn habe ich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Thomas, ein bisschen auf die Bremse treten müssen wir, haben wir schon gesagt. Fällt, glaube ich, trotzdem schwer nach diesem Duisburg-Sieg. Oder glaubst du, dass Lübeck auch mit dem entsprechenden Rückenwind jetzt durch diesen 2:1-Auftaktsieg, dürfte eine harte Nuss werden? Glaubst du denn, wie werden wir den Dienstagabend erleben?
Das kann ich dir schwer sagen. Okay. Also ich könnte mich natürlich jetzt auf diese Wundertüte, die man ja so oft liest, mit neuen Trainer und so weiter zurückziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die motiviert sind durch den Sieg gegen Waldhof. Wenn die auf die Tabelle schauen, dann werden die auch sehen, mit einem Sieg ziehen die mit uns mit Punkten gleich. Da ist unsere Euphorie gleich wieder unter Null, so wie ich das Umfeld bei 60 kenne. Und die haben natürlich jetzt zwei Heimspiele zum Start gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Die wissen schon auch, dass die da was holen müssen. Und die wissen, dass sie uns besiegen können vom Hinspiel. Also ich glaube, das wird alles andere als ein Spaziergang. Ja, und vielleicht, also beim Waldhof bin ich mir jetzt nicht sicher, wie gut oder schlecht der war. Ich meine, mit dem Bolt, da haben die natürlich schon nachgelegt. Wobei, der ist da jetzt auch noch nicht mal eine Woche gewesen. Wie tief kann der in das Spiel integriert sein und so, ist schwer zu sagen. Also ich, ehrlich gesagt, hat mich ein Satz von dem Janikis, der ist mir so im Kopf hängen geblieben, der hat nämlich gesagt, wir müssen konstant punkten, dann werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und vielleicht muss man, also ich will jetzt kein grauenhaftes 0-0 im Catenaccio-Style sehen, das hat man in der Hinrunde oft genug, dass wir das versucht haben, aber vielleicht muss man auch mal versuchen, einfach einen Punkt mitzunehmen. Ich tue mir da ganz schwer. Ich kann mir aber vorstellen, auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber diese Variabilität, die kann man eigentlich ziemlich gut für Konter nutzen und vielleicht machen sie da was draus. Ich würde es mir sehr wünschen, weil wenn wir dann jetzt 6 Punkte aus den ersten 2 Spielen haben gegen zwei direkte Abstiegskonkurrenten, dann schaut es echt schon wieder wesentlich besser aus als noch vor Weihnachten. Aber ich tue mir echt schwer, da irgendwas zu prognostizieren. Ich hoffe einfach, dass die gute Stimmung weiter bleibt in der Mannschaft. Und dass die, sagt er ja auch immer, der Janikis und auch die Spieler haben das gesagt, die guten Sachen aus dem Training mit ins Spiel rübernehmen. Ich hoffe, dass die das irgendwie sich auf Lübeck möglichst gut einstellen und das dann auch im Spiel wieder gut umsetzen. Und dann ist es durchaus möglich, dass sie mit einem Punkt oder mehr heimkommen. Also für mich total offenes Spiel. Der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass auch der Gegner Lübeck ein Trainerdebüt gefeiert hat, ein erfolgreiches. Florian Schnorrenberg kennt man früher noch aus Halle vielleicht, der eine oder andere, dem sagt das was, hat dort angefangen. Im Hinspiel war noch Lukas Pfeiffer auf der Trainerbank, der sehr junge Kollege, hat da eben für diesen Auswärtssieg in München gesorgt und hat sich da sehr darüber gefreut, ist mittlerweile Geschichte beim VfB, wurde entlassen. Florian Schnorrenberg hat auch also den doppelten Torschützen und somit Siegtorschützen Velasco zur Pause eingewechselt. Also hat jetzt auch nicht den schlechtesten Start gehabt, würde ich mal sagen, in Lübeck. Flo, du wirst sicherlich mit dabei sein. Über die Ansetzung müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Da haben wir schon oft gesprochen. Auch beim Hinspiel war das ja der Fall, dass die VfB-Fans unter der Woche nach nach München reisen mussten. Nun geht es uns ebenso, dass wir unter der Woche wiederum nach Lübeck müssen. Wie wirst du die 800 Kilometer hinter dich bringen? Ja, denk im Auto. Sehr gut. Ja, also Terminierung, besser geht's nicht. Also finde gerechtfertigt. Auch dass das Hinspiel auch unter der Woche war. Also klar, DFB, also bitte nächstes Jahr wieder, gerne mehr davon. Ich bin das erste Mal in Lübeck. Ich glaube, Lübeck, ich will mich jetzt nicht festlegen, müsste das letzte Amateurteam sein. Also Amateurteam, das uns in der ersten DFB-Pokalrunde damals rausgeworfen hat. Da war ja das einzige Spiel vor Zuschauern, 1-0 im DFB-Pokal, 2-6, 5-6. War noch leider vor meiner Zeit. War ich nicht. Ich bin gespannt, also wenn sie so wie im Hinspiel bei uns auflaufen, sehe ich da schon, weil die, also ich habe von Lübeck nur das Hinspiel gegen uns gesehen und da fand ich die wirklich stark. Also da haben die eine gute Vorstellung geliefert. Deswegen hat mich das so überrascht, dass die da unten drin stecken.
wenn die Mannschaft das jetzt nutzen kann, dieses 4-1 und darauf aufbaut, dann habe ich ein gutes Gefühl für Lübeck, aber sie dürfen sich halt nicht vom ersten Nackenschlag wieder zusammenfalten lassen. Ja. Also das war doch auch im Hinspiel so. Die haben wir doch im Griff gehabt irgendwie. Die bis zur 25. Minute oder so haben wir doch sogar geführt. Und dann hat es total abgerissen irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Das war das genau. Gang zurückgeschaltet einfach. wie Ja, so genau. oft. Und da kann der Jakubacci sonst noch so viele Spieler aus unserer Mannschaft verpflichtet haben. Der hat einfach ein System gespielt, das, wie der Christian schon gesagt hat, der hatte keine Ahnung von deutschem Drittligafußball. Und wenn ein Trainer in 10 Jahren 12 Stationen hat, also jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber dann wird das schon den Grund gehabt haben. Und ich glaube, dass dieser Mann nicht wusste, worauf er sich wirklich einlässt. Ein, zwei Spieler hat er geholt, die wirklich gut waren, aber der hat ja. Ich reg mich jetzt nicht über den Jakubacci auf, aber ich glaube, dass der Trainer das mit der Mannschaft deutlich besser umsetzen kann und dass der Giannakis der deutlich bessere Mann ist und wir mit dem in Lübeck eher eine Chance haben als unter dem Jakubacci, weil er hätte mit 3-0 verloren. Und ich sage, wir gewinnen 3-1. Fertig. Der Flo greift aber tief in die Kiste. Ja, ich muss mich kurz aufregen. Mich haben ein paar Aussagen von anderen Leuten über unseren neuen Trainer, dem sie jetzt schon wieder weil der ja sehr kritisch gesehen wird. Und dann heißt schon wieder, ja, das hat ja alles der Jakubacci zusammengestellt. Ja, aber wenn er es zusammengestellt hat und nicht damit umgehen kann, ist er trotzdem nicht für seinen Job geeignet. Ja, es ist alles dokumentiert. 3-1 Auswärtssieg, sagst du. Dann werden wir nächste Woche mal gucken, ob das so Bestand hat. Ja, Stadion an der Luhmühle, ich freue mich auch schon drauf. Die alten Pappeln, die hat der Mani damals noch fotografiert, glaube ich, bei uns beim Corona-Spiel müsste es gewesen sein, glaube Ja. ich, wo er dann war, was ja auch verlegt wurde. Ein großes Trauma von mir, an dieser Stelle mal erwähnt. Ich war ja schon fast vor Ort quasi und dann wurde es schnee- und eisbedingt doch abgesagt, weil damals gab es noch keine Rasenheizung in Lübeck. Die wurde mittlerweile eingebaut und hat mein Gemütszustand ein wenig beruhigt, nachdem ich im Sommer schon diese Ansetzung gesehen habe, dass Ende Januar wir nach Lübeck fahren dürfen. Da war ja schon klar, dass es Dienstag oder Mittwoch wird. Da habe ich mich schon wieder herrlich aufgeregt, aber es scheint ja alles zu klappen. Am Wochenende haben sie ja auch gespielt, von daher freue ich mich, dass es dieses Mal gut geht. Es muss nur noch die Bahn mitspielen. Das ist auch noch so ein kleiner Risikofaktor natürlich, wie immer, sind wir ja gewohnt. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass ich auch ankomme. Mal gucken. Und uns kann nicht wieder 24 Stunden vor Anpfiff gesagt werden, nee, dürfen doch keine Zuschauer rein. Stimmt. Genau, ja, das ist wohl auch ausgeschlossen. Alles ganz beruhigend im Das war bei Recht. dem Heimspiel aber, gell? Das war dem Heimspiel, wo Das es war bei dem erst Heimspiel. 3.000, erst gab es 3.000, dann gab es 1.500 und dann gab es 1500. gar nichts. Jo. Ich Christian, glaube, wie ich ist es habe bei in dir? jeder dieser Stufe irgendwie für 3 bis 4 Leute Karten organisiert. Und dann war es doch nichts. Ich weiß es Oder? noch, während einer Röntgenaufnahme beim Arzt, weil ich da verletzt war, wurde dann sehr stark beschimpft von der Arzthelferin, dass ich mein Handy mit in diesen Röntgenraum genommen habe, um diese Rudelbildung durchzuführen. ja, dann alles für nichts. Ja. Geschichte. Genau, Gar aber nicht so Jan, du lange musst her, aber. vorsichtig sein. Es wurden Schneebälle geworfen, habe ich in dem Kickerbericht gelesen zu Lübeck gegen Mannheim. Ja, mich fragt ja keiner zu Lübeck, deswegen, ich hätte da durchaus auch Dinge Ja, ich wollte beizutragen, dich aber ansprechen, aber du hat wolltest das mich auch nicht. gerade fragen auch, oder wie, oder? Ja, wir haben jetzt den Thomas gerade gehört und den Flo. Ich hätte es noch gerne vom Christian mal gehört, Ah. wie er das so. Nee, der darf nicht. Kinder, die schnippen in der Schule beim Melden, sind immer die anstrengendsten. Oh, das Ich stimmt habe nicht eigentlich auch. Indirekt Ich habe geschnitten. hab mich nur beklagt. Ich hätte auch geschwiegen, wenn ich Stimmt, du hast geschwiegen dich hätte. nämlich gar nicht gemeldet und hast dich einfach so Ich habe einfach eingeredet, ohne dass du reingeplappert. aufgeredet wurdest. Das habe ich früher in der Schule auch immer so gemacht. Ich habe dieses Stichwort Schneebälle. Ich bin total guter Dinge für Lübeck, weil ich nämlich glaube, dass es super ist, dass die gewonnen haben, denn es war ja auch keines, aber die haben nicht souverän gewonnen oder so. Ich glaube, dass der Waldhof da eigentlich eine relativ gute Figur sogar abgegeben hat. Und dann gibt es eben diese Schneeballgeschichten, was du gerade schon angesprochen hast, Thomas. Also lustig aus dem Lübecker Block irgendwie Schneebälle aufs Spielfeld und dann wird das Spiel unterbrochen, 10 Minuten oder wie lang. Und dann kommt Lübeck zurück und macht quasi in der Nachspielzeit mit dem Doppelschlag dreht das Spiel. Und so wie ich das jetzt interpretiert und verstanden habe, hat das den Waldhof komplett aus dem Konzept gebracht, diese Unterbrechung.
Und wie soll ich sagen? So, das heißt, wir müssen ja jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange dahin fahren. Oh, die gefährlichen Lübecker, die da irgendwie den Waldhof geschlagen haben, sondern nein, im Gegenteil, die sind so ein bisschen entspannter jetzt, haben gewonnen, ja, stehen nicht so total unter Zugzwang, lagen aber lange hinten, kochen also auch noch mit Wasser. Genau, und deswegen können wir da hinfahren und gleich mal was mitnehmen noch. Also 3 Punkte. Du hast 3-1 gesagt, Flo, gell? Ich sag, ein bisschen knapper wird es, also 2-1. Wird schon spannend, aber wir werden da obsiegen. Und rechnest du mit Umstellungen in der Mannschaft oder glaubst du, dass die Elf vom Duisburg-Spiel gleich wieder so aufläuft? Nee, ich glaube schon, dass er da was. Aber gut, das kann man jetzt bei dem Trainer noch gar nicht so sagen. Aber ich denke schon, dass er was rotieren wird. Und ja, weiß gar nicht, ob er dann auch. Uff, ja, war doch schon sehr offensiv, was ich gesagt habe, mit dem Guttau offensiv interpretiert. Also da vielleicht ein bisschen doch mehr auf Konter irgendwie setzt, aber steckst nicht drin. Stimmt. Lassen wir uns mal überraschen. Genau, Ich glaube, die Dienstag. Torwartposition wird er nicht verändern. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Ja, wobei, sind wir wieder mal ein bisschen für Diskussionen sorgen, sind wir ja gewohnt. Nein, aber das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also Dienstag 18:60 ist Anpfiff im Stadion an der Lohmühle. Wer nicht dabei ist, auf dem Magenta gibt es das Spiel wie gewohnt. Und dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Und wir sprechen auch noch über ein zweites Spiel in dieser Sendung. Wir werden noch dazwischen jetzt keine neue Aufnahme machen. Ist dann das Heimspiel gegen den SV Sandhausen, eine andere Tabellenregion, wenn wir da mal hinblicken. Da haben wir vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, weil das ist irgendwie, das sind so Gefilde, in denen 60 schon länger nicht mehr zugegen war. Die sind aktuell Vierter, haben 9 Siege, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen, macht 33 Punkte. Und haben Wochenende eben mal eben 1-0 in Dresden gewonnen. Also ist nicht auch nicht den schlechtesten Start erwischt. Also dürfte auch interessant werden. Wie gesagt, Platz 4 sind die aktuell. Eher in Tuchfühlung, so Richtung Relegationsplatz. Auf Dresden sind es dann trotzdem schon 10 Punkte. Also das ist schon eine große Distanz, die sie noch aufholen müssten. Aber dürfte auch ein interessantes Spiel werden. Gesamtbilanz in der Hinsicht, ein paar mehr Spiele als gegen Lübeck, aber auch nicht so richtig viele. 4 Siege 60, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Also 5 Siege für den SV Sandhausen gab es. Leicht im Plus sozusagen gegen uns. Wir erinnern uns auch an der Stelle an das Hinspiel. Das war ein klares 0:3 in Sandhausen. Ein sehr guter Auftritt und ein sehr gut aufgelegter Gästeblock. War so das Positivste an dem Tag, das wir, glaube ich, resümieren können. Ansonsten war das auf dem Platz eher nichts, wo wir uns gerne daran erinnern wollen würden. Und wir fangen wieder in der Reihenfolge an. Thomas, auch da die Frage natürlich hypothetisch und schwierig zu beantworten. Glaubst du, da geht was oder sollten wir da tatsächlich wirklich mit dem Unentschieden dann auch zufrieden sein dürfen, wenn es denn so kommen sollte? Nein, also ich bin der dringenden Meinung, dass wir unsere Heimbilanz verbessern müssen. Also das kann nicht sein, dass wir im 60er Stadion, jetzt sind wir, glaube ich, ein paar Plätze hoch in der Heimtabelle durch den Sieg gestern, aber dass wir da irgendwo im Tabellenkeller der Heimtabelle rumdümpeln. Deswegen ist für mich ein Heimsieg mental wichtig. Und Sandhausen hat ja jetzt nicht gerade durch Konstanz geglänzt in der Saison bisher. Hatten ja auch schon einen Trainerwechsel zu dem von mir als Spieler sehr geschätzten Jens Keller, der ja bei uns wirklich auch tolle Spiele gemacht hat, an den erinnere ich mich sehr gerne zurück. Aber auch mit dem, finde ich, haben die nicht so eine wirkliche Konstanz reingebracht und ich denke, die haben vom Kader her mit die beste Mannschaft in dieser Liga, von den Namen her. Und das sind aber so ein bisschen so, mir fällt jetzt kein Wort ein, aber die gewinnen halt immer gegen Dresden und so und verlieren aber dann gegen Duisburg. Weiß jetzt nicht, ob das den Tatsachen entspricht, aber die haben, glaube ich, eine ziemlich gute Bilanz gegen Mannschaften, die relativ weit oben in der Tabelle stehen und haben wahnsinnig viele Punkte hergegeben gegen Mannschaften, die weiter unten stehen, so wie wir. Und deswegen rechne ich mir da einfach was aus. Und ich möchte auch, dass wir wieder eine Heimmacht werden, weil das ist einfach das A und O, A, um jetzt da unten rauszukommen. Und dann, wenn ich auch ein bisschen weiter denke, vielleicht schon Richtung nächste Saison, dass man dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen weiter oben mitspielen kann. Da musst du einfach die Heimspiele gewinnen.
Punkt. Meinst du, Ja. Punkte liegen lassen, wie gegen uns bei dem 3-0 Heimsieg, den sie hatten? Nee, jetzt natürlich nicht gegen alle, aber die haben tatsächlich schon gegen so ein paar kleinere verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber wenn ich mir so da die Spieltage immer anschaue, dann denke ich mir, wie kann denn Sandhausen gegen die verlieren? Und ja, ich will gegen die gewinnen. Und ich muss noch sagen, persönlich, für mich ist Sandhausen tatsächlich so ein Gegner von den 60 Amateuren. Ich habe die noch nie gegen die Profis spielen sehen. Echt? Nee. Wie Nie, weil geil. es war ja alles in dieser Arena-Zeit. Aha. Da war, ich habe kleiner Exkurs. Ricardo Moniz ist jetzt Jugendtrainer beim FC Zürich, Okay. der ja der Verein meines Herzens in der Schweiz ist, wo ich lange gelebt habe. Und da haben mich meine Spätzle da gefragt, was denn von dem zu halten ist. Und dann habe ich Moniz 60 gegoogelt und bin erstes Ergebnis, Artikel von der SZ, Moniz nach 7 Spieltagen nach Niederlage gegen Sandhausen gefeuert. Und das, also ja, mit dem habe ich irgendwie gar nichts zu tun. Aber ich weiß noch, Ja, ich habe. und seitdem haben wir, glaube ich, das letzte Mal Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey gesungen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Ricardo Muniz, 2-0 Führung in Kaiserslautern an einem Montagabend, dann verlierst du noch 3-2 und dann Genau. steigst du am Ende der Saison fast ab. Ricardo Muniz, aber ein cooler Typ. Der hat Weil zu. ich war tatsächlich mal mit dem Stefan Kranzberg auf einem legendären Auswärtsspiel mit den 60 Amateuren Freitagabend in Sandhausen. Aber da ist auch dieses ganze Stadion, was die da mittlerweile haben, das sah damals alles noch vollkommen anders aus. Ja, also ich will gewinnen gegen Sandhausen und ich will vielleicht in Lübeck eher mich mit einem Punkt zufrieden geben. Aber wir wissen alles, Leben ist kein Wunschkonzert. Ricardo Muniz hat übrigens ganz wichtig, wenn du schon den auspackst, in dieser legendären Sky-Doku, die da bei uns gedreht wurde in dieser Saison, zu Marius Wolf gesagt: Du bist ein super Fußballer, aber faule Drecksau. Und das war ist die legendäre Aussage von Ricardo Muniz. Es sind übrigens mehr Trainer auch rund um Sandhausen-Spiele bei uns auch entlassen worden in der Zeit. Das behaupte ich immer gerne. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ah, Irgendjemand Ricardo anderes. Moniz, da gab es auch die riesige Gabor-Kiray-Affäre, da wo sie ein Taxifahrer, wo der Taxifahrer, da ist doch der Kiray in der Zeit dann auch gegangen mit dem Weigel, weil er Ja, ja wo in der Weigel Weigel, ja. erst Kapitän war, als 17-Jähriger hat er den, also Genau. der Weigel ist super, aber ich kann doch keinen 17-Jährigen zum Kapitän machen, Entschuldigung. Und Und die haben dann über da, 60 gelästert im Taxi, das war genau, diese Geschichte. Und der da hat. Taxifahrer hat es angeschwärzt, die Sau. Falls jemand wissen will, von was wir reden, es gab vor ein paar Wochen, Monaten ein Interview von Jannik Stark, da hat er das mal ausführlich beredet, das Stimmt. können wir hier irgendwo verlinken. Ja, genau. YouTube. So schließen wir den Kreis. So, Jan, ruf uns Wir mal sind zur ein bisschen Ordnung. abgedriftet, aber das ist auch Ja. noch ganz in Ordnung. Eigentlich geht es ja um Sandhausen. Das ging ja irgendwie so ein bisschen immer um Sandhausen. Zwei Punkte, die der Thomas angesprochen hat, habe ich hier in der Zwischenzeit mal währenddessen aufgearbeitet. Niederlagen hat der SV Sandhausen bislang kassiert gegen Aue, gegen Halle, gegen Münster, gegen Ulm. Und dann kurz vor Weihnachten gab es nochmal zwei gegen Ingolstadt und gegen den VfB Lübeck. Also ja, so ein paar Namen sind schon dabei, wo man sich denkt, muss jetzt nicht unbedingt verlieren. Und auch das von Thomas angesprochene Heimschwäche, muss man ja leider sagen, ist natürlich korrekt beobachtet. Platz 17 ist im Moment in der Heimtabelle die traurige Wahrheit. Wobei wir da auch sagen müssen, dass wir ein bzw. zwei Spiele weniger haben als die anderen Mannschaften. Bilanz aktuell 4 Siege, ein Unentschieden und aber auch schon 4 Heimniederlagen. Also ist man, glaube ich, bei 60 ist nicht so gewohnt. Von daher kann man Thomas da durchaus verstehen, dass er sagt, diese Bilanz gilt es aufzubessern. Es folgt dann noch das Nachholspiel gegen Rot-Weiß Essen, das da jetzt in dieser Statistik eben fehlt. Deswegen haben wir da ein Spiel weniger oder zwei mit der Konkurrenz. Aber trotz allem natürlich 4 Heimniederlagen ist nicht so der Anspruch, den das 60er Stadion, den das Publikum, den wir Fans da haben sollten. Und da denke ich, gehen wir alle mit beim Thomas mit. Flo, geht es dir ähnlich? Oder sagst du, Sandhausen ist schon stark? Platz 4 spricht ja durchaus von der Qualität, die da vorhanden ist. Da sollte man eher mit einem Punkt leben dürfen. Also, wenn du keins der beiden Spiele verlierst, darfst du zufrieden sein, meiner Meinung nach. Wenn du jetzt noch eins gewinnst oder sogar mehr,
Also, wenn du in Lübeck oder gegen Sandhausen gewinnst, es ist mir wurscht. Also, ich sage, wir gewinnen, klar, gewinnen wir 3-1 in Lübeck und 3-0 zu Hause gegen Sandhausen, ist sicher, aber jetzt mal ohne Fanbrille realistisch gesehen, glaube ich, dass Sandhausen zu Hause das deutlich schwerere ist und du eigentlich, wenn mit einem Sieg nach Lübeck, und klar ist es jetzt wieder, es darf nicht unser Anspruch sein, aber wenn du daheim, so wie der Thomas gesagt hat, mal so dreckiges 0-0 gegen Sandhausen. Also wir haben aktuell Abstiegskampf. Du kannst es nicht umschreiben. Wir sind aktuell im Abstiegskampf und dann ist ein dreckiges 0-0 gegen Mitfavoriten Sandhausen meiner Meinung nach schon ein Erfolg. Auch wenn es natürlich überhaupt nicht unser Anspruch sein darf. Aber so willst du jetzt gegen Sandhausen versuchen, die fußballerisch herzuspielen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer der neue Trainer überrascht mich da komplett. Aber ich glaube, dass du mit einem 0-0, 1-1 oder vielleicht auf blöd hast du endlich mal dieses Glück und haust selber ein spätes Tor irgendwie mal wieder rein, was wir auch mal eine Zeit lang hatten, paar Trainer her. Aber so, wenn du nicht gegen Sandhausen verlierst, kannst du zufrieden sein. Ja, also ich habe nicht gesagt, dass ich mit einem Punkt unzufrieden wäre, aber ich will, dass wir daheim wieder besser in die Spur kommen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, bevor wir jetzt Sandhausen zu sehr überschätzen oder das Publikum auch, nachdem ich gesagt habe, dass sie 1-0 gegen Dresden gewonnen haben. Es war ein Spiel auf ein Tor und zwar auf das Tor der Sandhäuser. Trotz allem fiel der einzige Treffer auf der anderen Seite. Also, es war schon auch ein sehr glücklicher Auswärtssieg. Das muss man vielleicht noch da gesagt haben. Der Christian zuckt schon, der ist jetzt auch gleich dran. Von daher darfst du natürlich auch deine Einschätzungen noch sagen zu diesem nächsten Heimspiel. Ich habe nicht geschnipst, gell? Möchte ich nochmal darauf hinweisen, Flo. Sehr gut, wir lernen ja langsam Ich habe dazu. gezuckt, aber Jan ist halt so gut, der sieht halt sofort nicht so. Ich wollte noch tatsächlich was an. Also, erstens mal, das Hinspiel war doch auch schon so, dass das total glücklich Sandhausen 1-0 gewonnen hat gegen Dresden. Bilde ich mir ein, mich erinnern zu können. Das war das Freitagabendspiel. Ich wollte generell noch was auf diese, weil du vorhin das so erwähnt hast: Sandhausen 10 Punkte Rückstand auf Dresden. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat der Vierte gegenüber dem Zweiten 10 Punkte Rückstand. Wohlgemerkt, die haben aber erst am Wochenende dort gewonnen. Sonst wären das, ne, wären es ja nicht 10, dann wären es ja noch viel mehr. Sie haben ja da schon aufgeholt, Big Point sozusagen. Und die aber Sandhausen als Vierter hat auch nur 10 Punkte mehr als wir als momentan 15. Und wir haben aber noch ein Spiel weniger. Also sprich, wenn wir das gewinnen würden, das Nachspiel gegen Essen, dann haben wir nur 7 Punkte Rückstand auf den Vierten mit 11 dazwischen. Oh, Was? hör auf. Nein, mir geht's. Ach so, denkst du? Nein, ich wollte damit nicht sagen, we go to the top. Nee, das war ja nicht der Moniz, das war ja noch ein anderer. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass diese dritte Liga, da wird dann immer so dargestellt, also da oben an der Spitze, das ist nicht wirklich spannend, dieses Regensburg und Dresden, das ist halt einfach weg, ja. Und dann, ja. So, und wir gegen Sandhausen, ich bin da schon dann eher beim Thomas, also ein dreckiges 0-0, Entschuldigung, Sonntagnachmittag, es wird wahrscheinlich wieder saukalt, also nee. Ich will kein dreckiges 0-0 gegen Sandhausen. Ich will eine Fußballgala haben. In Lübeck darf es ein bisschen dreckig sein, weil das schaue ich mir gemütlich daheim vom Fernseher an, während ihr da quer durch die Republik dahin donnert und euch da vielleicht auch frierenderweise den Dienstagabend verlebt. Genau. Nee, also jetzt mal tatsächlich, ich finde es tatsächlich auch einigermaßen schwierig, dass wir jetzt, also das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was jetzt da in Lübeck passiert. Ja, jetzt haben wir auch dieses Duisburg-Spiel hinter uns, da wissen wir noch nicht so recht, wo ordnen wir es ein. Ja, jetzt spielen wir mal am Dienstag in Lübeck und dann ist es natürlich schon viel, viel leichter, vermeintlich vielleicht leichter, auch dieses Sandhausen dann in irgendeiner Weise einzuordnen. Aber grundsätzlich bin ich dann schon eher beim Thomas. Wir müssen schon den Anspruch haben, in den Heimspielen müssen die nicht herspielen, Flo, aber das Ziel sollte schon sein, da die 3 Punkte einzusackeln, um eben auch von diesem momentanen Abstiegsplatz, den wir in der Heimtabelle einfach mal belegen, ja, wegzukommen. Ja gut, aber das kannst du ja auch so sehen, dass also der Abstiegsplatz in der Heimtabelle ist mir an sich egal. Wenn ich jetzt in Lübeck gewinne, dann sage ich oder dann kann ich damit zufrieden sein. Wenn ich halt in Lübeck verliere, dann schaut es halt auch schon wieder anders aus. Dann Mit Druck musst du schon das Spiel wieder. gewinnen. Aber wenn du halt in Lübeck schon die Punkte hast, hast du dir ja theoretisch ein kleines Polster. Klingt jetzt zwar kacke in dem Zusammenhang, aber du weißt, was ich meine, dass du halt nicht so sehr. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn sich ein Jakubacci auch hingestellt hat, ja, die ersten zwei Siege waren für uns Gift. Ja, nee, weißt du, wo wir jetzt stehen würden ohne die? Klar hat das die Anfangseuphorie falsch eingeschätzt. Aber so, es ist halt, dieses Jahr Abstiegskampf muss man halt mit leben.
Ich bin für Lübeck zuversichtlich, dann daheim Sandhausen Punkt gewinnen, hast du 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen unter dem neuen Trainer. Das hätte dir jeder in der Winterpause mit Handkuss genommen. Richtig. Meine prognostischen Fähigkeiten, Jan, übrigens sind eh mit Vorsicht zu genießen nach diesem Wochenende. Ich war ja dieses Jahr im Tippspiel eigentlich ganz gut bei uns. Ich war da immer so im Bereich so Platz 25 oder so. Ich glaube sogar aus der Redaktion der erfolgreichste. Und ich habe es geschafft, diesen Spieltag 0 Punkte. Da gibt es zwar noch dieses Nachholspiel, welches war es? Köln gegen Saarbrücken. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich habe nicht einen Punkt geholt. Womit natürlich auch rauskommt, dass ich 60 nicht Sieg getippt habe, sondern nur unentschieden. Aber ich bin ein bisschen beschämt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du vor mir bist, weil ich immer 60 Sieg tippe. Guter Bring ich Mann. nicht übers Herz. Ich tippe keine Niederlagen, aber wenn ich glaube, dass es ein Unentschieden ist, dann ja, egal. So, das auch noch untergebracht, die Info. Also hoffen wir, dass quasi mit Bernd dann deutlich mehr Fachwissen zurückkehrt in die Runde in der nächsten Wie? Teilnahme. Also für Laien stellen wir uns doch gut an. Ich Und finde ich auch. meine, wir sind ja immer noch keine Journalisten, wir sind einfach der fannaheste Podcast, weil ja, jeder muss sich als der Beste, der Älteste, der sonst, weil wir sind einfach der Fannächste, weil wir wirklich Fan, Fans sind. Fan-Nächste, Ja, Fan-Naste. aber deswegen, ja, egal, ich will mich jetzt nicht mit anderen vergleichen, aber da war halt teilweise noch niemals jemand mehr im Stadion und macht dann noch Fan und ach, ist mir wurscht. Wie es der gute alte Sportsender DSF gesagt hätte, mittendrin statt nur dabei, das zählt auch bei Ja. uns auf jeden Fall. Mindestens ein Vertreter ist immer mit vor Ort, in dem Fall waren es eigentlich nahezu alle. Ich musste leider passen, aber das nur am Rande. Das ist bei Gut. dir aber auch selten. Das ist richtig, deswegen, dafür geht es ja nach Lübeck. Also, ich zeige auch Einsatz, möchte ich mal sagen. Nein. Sehr lobenswert. Vielen Dank, Christian. Danke für diese Worte. Zum Schluss. Gut, ich würde sagen, alles besprochen soweit. Man kann zufrieden sein mit dem Auftakt. Wir sind es auch und werden sehr fleißig beobachten, was die nächsten beiden Spiele so passiert. Und dann hat sicherlich auch der Bernd ein deutlich besseres Bild gewonnen von 3 Spielen insgesamt und dann einen neuen Trainer. Und dann kann er entsprechend in der nächsten Ausgabe, die wir voraussichtlich am Montagabend dann aufnehmen werden, da wir, wie Christian angesprochen hat, am Sonntagabend erst spielen oder Sonntagnachmittag, Sonntagabend, 16:30 Uhr ist Anpfiff gegen den SV Sandhausen. Dürfte kalt werden, du hast recht, wahrscheinlich. Lass uns überraschen, ob uns die Löwen es uns warm ums Herz machen durch ihre Spielweise. Und du zuckst noch, deswegen muss ich Ja, weil jetzt will ich da sagen, dann doch noch diese Anpfiffzeit, 16:30 Uhr. Ich finde, im Sommer war das halt so, ja, mei, das ist halt eine Stunde später als früher in der Bundesliga oder so. Aber das ist ja schon lustig. Ich hatte nämlich vor dem Spiel noch so eine Vision, weil das so schön war, das Wetter am Samstag, dass ich mir dann gedacht habe, ah, das wird ja wunderbar in der Westkurve, wenn einem dann die Sonne so reicht, so von schräg hinten so in den Nacken scheint und einen so ein bisschen wärmt und so. Und irgendwann kam mir dann so, ah, 16:30 Uhr, da ist mit der Sonne nicht mehr viel los. Das ist ja im Prinzip in dieser Jahreszeit ist es ein Flutlichtspiel. Ja, war es ja dann auch. Das ist ja schon irgendwie auch lustig, oder? 16:30 Uhr ist es fast, naja, nicht ganz, aber es ist fast ein komplettes Flutlichtspiel eigentlich. Und das fand ich also dann. das war zum Anpfiff das Foto im Hintergrund von mir. Ah ja, Das genau. Und geht bei noch. mir ist es zum Abpfiff eben. Ja, okay, ja, da war es schon noch. Es geht jetzt schnell, die Tage werden jetzt immer länger und so, das ist schon klar. Aber trotzdem lustig. Also auch nächsten Sonntag, das wird dann im Endeffekt, wann wird es? In der Pause ist schon, Pause ist schon fast dunkel, oder? Ja. Ja, es macht schon was aus, diese 2,5 Stunden, Genau. mehr oder weniger. Wisst ihr Cool. denn nicht, dass die Sonne bei Tag und Nacht scheint, ihr Anfänger? Wo die Ja, scheint? mein Gott, aber wir sind doch Keine alles Ahnung. Assis. Eieiei. Wo Wir sind doch scheint sie alle denn bei Tag und Nacht? wenn ich singen Ungebildete könnte mit Oettinger meiner Trinker. maladen Stimme, würde ich es jetzt tun, aber ich glaube, unsere Zuschauer und Verschonung. Zuhörer sind froh, dass ich es nicht tue. Wir sind doch alles Oettinger Trinker, wir wissen das doch alle gar nicht. Wir haben doch keine Ahnung. Ich hatte heute hier Doch, keinen gutes Oettinger Bier im Schlusswort. Lernglas. Jan, ich bin total happy, dass du immer siehst, wenn ich zucke. Wir werden das jetzt in Zukunft noch perfektionieren. Ich zucke und dann nimmst du mich gleich dran. Dann kann der Flo auch nicht sagen, ich hätte Wo auch geschafft. noch. Jetzt also noch ein bisschen schneller dran nehmen und dann sind wir zufrieden. Das ist doch schön. Dann versuche ich So das muss nächste es sein. Folge zu machen. Euch vielen Dank für die Teilnahme. Haben wir sehr gut über die Runden gebracht. Trotz Mangel an Fachwissen durch Bernd, denke ich, haben wir das gut hinbekommen. Bin gespannt, was das Feedback so sein wird. Auf der Fahrt nach Lübeck habe ich ja viel Zeit, darüber zu sprechen, falls jemand Interesse hat. Mal gucken, ob da jemand auf mich zukommt. Der Flo wird auch vielleicht ein paar Diskussionen führen im Gästeblock oder auch nicht. Oder mal gucken. Boah, in Lübeck weiß ich nicht, ob ich da die Kraft dazu habe. Bei Heimspielen immer gerne, aber nach 800 Kilometern
Okay, lass den jungen Mann in Ruhe. Ja, Also, wir hören uns, wenn ihr mögt, dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, Montagabend, wenn wir dann die Aufnahme anstreben und dann über wieder drei Spiele sprechen. Zwei, die dann absolviert sind, hoffentlich erfolgreich mit mindestens 4 Punkten oder auch 6. Mal gucken. Hoffen wir drauf. Bis dahin habt eine gute Zeit, eine gute Woche euch da draußen und auch euch dreien natürlich. Vielen Dank nochmal für die Teilnahme. Und bis dahin, ich sage Servus und bis bald. Servus miteinander. Servus, Löwenfans. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen. Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus, Löwenfans.